Obskur in Tonlage wie Aussage bleibt auch die skurrile Arbeit des Briten Liam Gillick im deutschen Pavillon. Auf endloser Küchenschrankwand platziert er eine sprechende Katze, die Planskizzen für Leckerbissen hält und Philosophisches vor sich hin grummelt. Als Experte für großräumige Installationen will er damit einen aussagekräftigen Kontrapunkt zur pompösen Nazi-Architektur des Baus gesetzt haben, was immerhin all jenen ein Lächeln entlockt, die Sinn für britischen Humor haben. Ebenfalls unbestimmt, wenngleich thematisch wesentlich brisanter, fällt die Arbeit des in den USA lebenden Chinesen Paul Chan aus. In seiner Drei-Kanal-Animation Sade for Sade's Sake illustrierte er als breitflächiges Schattenspiel die einschlägigen Schriften des Marquis de Sade und stellt so die alte Frage in den Raum, ob in Gesellschaften mit hierarchisch gegliederten Machtstrukturen die Lust der einen stets auf dem Leid anderer beruht. Dass sich freilich Charles Schattenspiel als aktueller Protestbeitrag zu Guantanamo-Folterpraktiken begreifen lässt, wie Chefkurator Birnbaum auf der Pressekonferenz mutmaßt, erschließt sich damit noch lange nicht. Dabei hätte es Birnbaum durch Hinweis auf die ausgestellte Filmarbeit der spanischen Performance-Künstlerin Regina José Galinda leicht gehabt, zumindest bei diesem Thema eindeutig zu sein. Denn anders als bei Chan bedarf Galindas Film mit dem schlichten Titel »Das Geständnis« keiner interpretatorischen Klimmzüge, um verstanden zu werden. Nach solch realistischer Schockinstallation in der Finsternis einer Arsenalekammer erschien der Anblick der Preview-Gäste im Parkgrün der Giardini als ein Kontrasteindruck, der extremer kaum sein konnte. Hier war man, weit ab von radikalen Arbeiten wie die der Spanierin Galinda, mehrheitlich in Feierlaune. Wobei der Eindruck, dass sich hier eine Kulturkritikerszene tummelte, die trotz Weltkrise Frohgemut Cocktailgläser schwenkte oder im Dandy-Styling à la Lord Byron die Blicke auf sich lenkte, unfair ist. Das unbeschwerte Treiben war eben nichts als Spiegel einer Biennale, die kaum Anlass bot, Trauer zu tragen. Denn selbst Arbeiten, die verstörende Visionen präsentierten, taten dies, ob nun aus Rücksichtnahme gegenüber Publikum oder Kunstmarkt sei dahingestellt, fast immer gefällig, also gut verdaulich. Das mit Abstand aufwendigste Beispiel dieser Art von Kunst, bei der eine bittere Pille bis zur Wirkungslosigkeit in Zuckerwatte gepackt wurde, war das monumentale Filmepos einer russischen Künstlergruppe, die unter dem Titel »Gastmahl des Trimalchios« die Dekadenzeffekte maßlosen Reichtums aufs Korn zu nehmen suchte. Eine interessante Idee, die aber trotz oder gerade wegen ihrer nicht minder pompösen Klassik-Soundkulisse voll im plakativ gefälligem stecken blieb. Auch die Tsunami-Welle nichts änderte, die am Schluss des Films dem übersättigten Treiben der Milliardäre und Models auf ihrer Paradiesinsel ein jähes Ende setzte. Nicht zu dieser Art von Ästhetik, die mit Apokalypse, Tod und Teufel spielt, um audiovisuell zu gefallen, zählte zweifellos Grazia Toderis Videoinstallation.
Mit bedrohlich klingender Hintergrundakustik ließ sie über einer nächtlichen Großstadt gleitende Leuchtpunkte so niedergehen, dass dem Betrachter geradezu zwingend in Erinnerung gerufen wurde, Ähnliches schon mal gesehen zu haben. Nämlich in den Welt-TV-Medien, als Nachrichtenredaktionen während des Irakkriegs in Art eines makabren Video-Events das Bombardement von Bagdad über die Bildschirme flimmern ließ. Gleichwohl ein smartes Beispiel, wie man mit Intelligenz und Ironie einer durch Kommerzinteressen gesetzten Selbstbeschränkungsfalle entgeht, fand sich auf der Hauptallee der Giardini in einer Installation des in Berlin lebenden skandinavischen Künstlerpaares Michael Elmgren und Inga Draxe. Überraschend, was sie sich zum Thema Immobilien und Finanzkrise einfallen ließen. Per Werbeplakat einer fiktiven Firma namens Vigilant Luxury Real Estates vor dem dänischen Pavillon verkündeten sie, dass das Gebäude for sale, also zu verhökern sei. Als Besucher fand man sich unvermutet in der Rolle eines Kaufinteressenten wieder, der durch eine mondän möblierte Luxuswohnung geführt wurde, die ausnahmsweise mal nicht zu Unrecht als Objekt in traumhafter Parkgartenlage ausgelobt war. Und zwar verlor das Edelambiente während der Besichtigung etwas an Glanz, weil Macken wie zertrümmerte Treppenaufstiege und zerspaltenes Esszimmermobiliar von einer Real Estate-Szene kündeten, die ihre Spekulationsgewinne zerborstenem Familienglück und schweren Daseinskrisen nicht nur verdankt, sondern sie auch verursacht. Doch zeigte ein Blick in den schnieken Objektprospekt der Luxury-Makler, dass Schrecknisse dieser Art in heutiger Zeit niemanden mehr davon abhalten müssen, ins Unglück anderer zu investieren. Im Angebot-Package der Makler war eine Luxury-Security-Company, die dem Neubesitzer garantierte, ihm sowohl amoklaufende Alteigentümer wie auch sonstiges Losergesindel wie Immigranten, Bettler oder demonstrierende Chaoten weiträumig vom Hals zu halten, durch flächendeckende Bewachung des Giardini-Geländes. Wobei nobel gerahmte Pinnzettel an den Wänden mit handgeschriebenen Notrufen verzweifelter Wohnungssuchender aus allen Metropolen der Welt als eine Art Galerie der Verlierer drastisch vor Augen führten, wie wichtig es ist, dafür Sorge zu tragen, dass man auf der gut gesicherten Sonnenseite des Lebens steht. Die Pointe an diesem Tag? Obwohl Sicherheitspersonal dieser Couleur tatsächlich reichlich auf dem Giardini-Gelände herumwuselt, kann oder will es nicht verhindern, dass sich just in diesem Moment in der schönen, heilen Biennale-Welt das ereignet, was man außen vor halten wollte. Wie aus dem Nichts formieren sich auf der Hauptallee an die hunderteils maskierte junge Leute zu einer Demonstration und beginnen megafonverstärkt gegen miese Arbeitsbedingungen auf der Kunstschau und unbezahlbare Wohnzustände in Venedig zu protestieren. Was geht hier vor? Ist der von Totenkopfflacken überragte Protestmarsch Teil der For-Sale-Installation? Ihr perfekt realitätsnah inszenierter Höhepunkt? Keineswegs. Die Demo steht für sich, ist organisiert von der schwedischen Pirate Bay-Gruppierung, die von ihren Anhängern als Aktivisten für ein freies Internet gefeiert wird und sich hier jetzt auch der Beschäftigten im Kunst- und Kulturbetrieb annimmt. Und was da über Megafon zu hören ist, klingt nicht gut. All'interno dei musei non possono più accettare. Von Ausbeutung der im Hintergrund von Mega-Veranstaltungen wie der Biennale mitwirkenden Trainees, Studenten und Zeitarbeiter ist da die Rede, von prekären Arbeitsverhältnissen in Museen, vom Absahnen der Reichen im Kunstbetrieb und anderen Missständen mehr. Doch die im Stil eines clownesken Kunstevents durchgeführte Aktion, die im Gegensatz zu vielem anderen hier nicht unter Mangel an Gegenwartsbezug leidet, kommt nicht allzu gut an. Nur die Vertreter von Lokalmedien holen ihre Kameras und Mikrofone raus. Das zum Demo-Zeitpunkt fast in Divisionsstärke anwesende Führungspersonal der Kunstweltpresse sah dagegen pikiert weg. Auf Protestevents der Internet-Avantgarde, die an die 68er-Revolte erinnern, war man nicht eingestellt. Und dies schon deshalb nicht, weil hier ein Kulturskandal zur Sprache kommt, in den man direkt oder indirekt selbst verwickelt ist. Schließlich ist wohl bekannt, dass es auch im Pressefunk- und Fernsehbetrieb rund um den Globus Heerscharen von Praktikanten und Trainees gibt, denen es in ihren Jobs ähnlich mies ergeht wie den italienischen Kollegen in der Ausstellungs- und Museumsbranche. Und so kommt es, dass man sich auf der Schiffsrückfahrt resümierend fragt, ob die diesjährige Biennale sich mit ihrem Logo Welten machen einen Gefallen tat. Ein weniger ambitioniertes Motto hätte es auch getan. Und da ist es schon. An der Nordmauer des Arsenale zieht mit dem Spruch »Something strange happened here« eine 27 Meter lange Installation des Franzosen Daniel Firmin vorbei, die als Fazit der Show besser passt.
bringt sie doch das mulmige Gefühl, dass derzeit nicht nur hier, sondern weltweit höchst Seltsames vor sich geht, auf den Punkt.